Ja, hallo liebe Zuhörer. Man hört im Hintergrund den Brunnen plätschern. Das ist aber so ziemlich das Einzige, was noch plätschert in den sogenannten City Arkaden. Die City Arkaden, die sind eine Art Shopping Mall am Potsdamer Platz. Und man konnte das eben sehen in dem Establishing Shot, den wir gemacht haben für diese Artist Shots, dass alles zu ist, alles geschlossen ist. Hier gibt es keine Restaurants mehr, keine Pizzerien, keine asiatischen Buden, keine Cafés. Das Einzige, was es noch gibt, ist eine Apotheke. Und vielleicht ist das wegen Corona so. Es ist aber wegen Corona hier nicht geschlossen, sondern das war schon vorher klar. Es zeigt einfach, was für eine depressive Atmosphäre hier am Potsdamer Platz herrscht. Und es erklärt ein bisschen das, was ich versucht habe, in den letzten Arteshots schon zu erzählen, dass manche Leute, obwohl sie hier auch gute Filme sehen, wir ja auch, nicht so richtig happy sind mit der Berlinale, auch nicht mit den neuen Leitern. Es hat nämlich nichts mit den neuen Leitern zu tun. Die versuchen langsam aber sicher ein paar Dinge zu verändern und das gelingt ihnen, glaube ich, auch. Es hat viel mehr damit zu tun, dass die Atmosphäre der Berlinale einfach so nicht funktioniert. Das ist eine Totgeburt. Der Potsdamer Platz ist ein aseptischer Ort, wo niemand sein will, auch wenn hier die Geschäfte auf hätten, wo man nur sein muss während der Berlinale. Und über das Jahr weg ist hier ja niemand. Und die schönen Seiten Berlins, die tötet diese Berlinale einfach ab, indem sie die ganzen Besucher aus dem Ausland zwingt, sich am Potsdamer Platz aufzuhalten. Und jetzt plötzlich, weil die Kinos am Potsdamer Platz so geschlossen haben, wie diese Geschäfte in den City-Arkaden, zwingt sie die Zuschauer dann wieder in der ganzen Stadt umherzuziehen. Im Grunde genommen wie Heimatlose, wie Flüchtlinge. Die Berlinale Kritiker sind Flüchtlinge anderer Art und jetzt haben wir eine Woche lang schon Berlinale. Man sieht mir an, dass ich nicht zum Rasieren komme. Man sieht mir wahrscheinlich auch an, dass ich ziemlich wenig geschlafen habe. Zusammen mit Cedar, der hier die Kamera führt, waren wir gestern bis 4 Uhr bei der Premierenfeier von Berlin Alexanderplatz. Und davor hatte ich schon zwei andere Verabredungen, Cedar glaube ich auch. Insofern kommt man hier schon rum. Es ist auch schön. Aber man kommt nicht ins Bett und schläft zu wenig. Das tut man auch bei anderen Festivals. Aber bei anderen Festivals, da hilft einem das Festival ein bisschen, sich so zu strukturieren und Zeiten zu finden zum Schlafen und Zeiten zu finden zum Filme gucken. Es ist wichtig für Journalisten, damit wir für euch überhaupt berichten können, dass wir erzählen, dass wir die Filme vorher sehen, dass wir sie in sogenannten Pressevorführungen sehen. Und diese Pressevorführung, das ist eigentlich das Übliche, das ist sozusagen die Pflichtübung eines jeden Filmfestivals. Das leistet aber die Berlinale nur zu einem sehr geringen Teil. Es geht schon damit los, man kann das hier mal sehen, wenn man auf das Programm guckt, dass hier das Panorama, also eine der größten Reihen, ganz wenige Pressevorführungen hat. Manche der Filme laufen auch noch doppelt, weil die in zwei Kinos gleichzeitig laufen. Und hier, Donnerstag, also heute, ist eine einzige Pressevorführung noch um 9 Uhr, danach kommt nichts mehr. Am Mittwoch war auch nur eine. Am Montag schon waren zwei, am Dienstag war also gar keine. Daran sieht man, was für ein deprimierendes Bild das ist. Wie sollen wir denn, wenn wir das wollen, vom Panorama berichten? Da kann ich wirklich nur sagen, am liebsten würde ich das jetzt als eine Art offene Videobotschaft an die Berlinale schicken. Tut etwas für die Presse. Vielleicht mache ich das bei einem der nächsten Arteshots. Jetzt möchte ich nur erklären, was mir auf dem Herzen liegt. Warum ich selber nicht so ganz glücklich bin mit der Berichterstattung, zumindest meiner eigenen hier von der Berlinale. Denn wir machen diese Arteshots, die machen wir auch gerne, Videobotschaften. Der Kern aber von dem, was ich zumindest tun möchte, ist schon über Filme schreiben und schreibend über sie nachdenken. Denn bei diesen Arteshots, da rede ich ja zu euch ohne Punkt und Komma, ohne Konzept, das habe ich mir ein bisschen vorher überlegt, aber ansonsten sage ich das, was mir gerade einfällt. Und dann vergisst man immer irgendetwas oder man lässt sich ein bisschen von den Gedanken treiben. Das hat was vermutlich sehr Spontanes, es kommt auch gut an. Wir danken bei der Gelegenheit für das positive Feedback, aber gleichzeitig ist für mich schon der Kern dessen, was ich mache und das Schönste an meinem Beruf, dass ich Texte schreiben kann. Und zu diesen Texten komme ich hier bei der Berlinale, bei dieser Berlinale im Jahr 2020 weniger denn je. Ich mache ein bisschen Radio, aber auf Arteshock habe ich erst einen einzigen Text geschrieben und den habe ich vorher geschrieben, weil wir permanent Zeit brauchen, um Filme zu gucken und um uns von Kino A zum Kino B zu bewegen. Und in der Zeit, die übrig bleibt, die verbringen wir dann mit diesen Arteshots oder damit,
sie dann auch hochzuladen. Und insofern muss ich so ein bisschen in den letzten Tagen, im letzten Drittel der Berlinale darauf achten, dass das alles ein bisschen ausgeglichen wird und noch ein paar gute Texte auf Artischock dann online stehen, hoffentlich auch von allen gelesen werden. Wir sind ein bisschen weggegangen in der Berlin, den City-Arkaden am Potsdamer Platz, damit der Brunnen nicht so laut plätschert, wie er das, glaube ich, in der letzten Aufnahme getan hat. Man sieht hinter mir ja dieses so depressive, so eine Mischung aus Shining und 2001 Raumschiff Atmosphäre, leider ohne LSD-Trip und auch sonst ohne besondere Spannung, sondern einfach nur die Depression, die alltägliche Depression des Ortes, an dem die Berlinale stattfindet, hoffentlich nicht mehr lang. Ich möchte ein bisschen über Filme sprechen, ein bisschen auch über Filmkritik sprechen jetzt. Fangen wir mal mit Letzterem an. Filmkritik, was ist eigentlich die Aufgabe davon? Filmkritik ist ja, das ist klar, keine Wirtschaftsberichterstattung, keine Branchenberichterstattung. So etwas findet nämlich im Wirtschaftsteil statt. Filmkritik dagegen findet im Kulturteil statt. Das heißt, es geht um Kultur und Kunst. Und die Frage ist, wie viel Kultur und Kunst mit Politik zu tun haben und mit Moral. Sie haben natürlich was damit zu tun, man kann sie nicht trennen. Gleichzeitig aber scheint es mir die Aufgabe zu sein von Kunst und also auch von Filmkritik, die ja auch im Übrigen ein Teil von Kunst ist, ein bisschen den Eigenwert des Ästhetischen und des Künstlerischen zu verteidigen gegen die Zumutungen, die Politik oft bedeutet, gegen die Zumutungen, die Moral oft bedeutet. Und Filmkritik wird da notwendig, auch als ein Gegensatz zu einer moralischen Kritik und einer politischen Kritik, wo die Ansichten auseinanderfallen. Wenn ein Film, das ist, was man jetzt so salopp Gutmenschenkino nennen kann, also ein Film, der die Werte, die wir alle teilen und wo wir uns alle einig sind, noch einmal für die Leinwand verdoppelt oder irgendwie ästhetisch ein bisschen ausmalt oder zumindest Ornamente um diese Werte herummalt, dann muss man überhaupt nicht streiten. Dann ist auch nicht die Frage, ob Moral ein Thema ist, ob Politik ein Thema ist. Streiten muss man aber bei den Filmen, bei denen es anders ist. Und da wird es interessant, wo Filmkritik als Filmkritik sich eigentlich grundsätzlich positioniert. Ich sage das deswegen, weil es hier in der Berlinale einen gewissen Streit gibt, für manche sogar ein großer Streit, um den Film DAO oder das Filmprojekt. Es sind eigentlich zwei Filme und diese zwei Filme sind outgesourced von einem riesengroßen russisch-ukrainischen Projekt, was 60 Filmstunden lang ist. Und angeblich hat die Berlinale das alles gesehen, was mir so zugetragen wurde. Über diesen Film gibt es Streit zwischen den Journalisten und zwar auch zwischen denen, die finden, wie ich auch, dass der Film ästhetisch gar nicht so sensationell ist, dass er als Kunstwerk ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch ist, also ästhetisch nicht radikal genug, politisch nicht kritisch genug. Aber auch wenn man das findet, gibt es hier mehr als eine Stimme unter den sogenannten oder tatsächlichen Filmkritikern, die sagen, der Film ist böse, den Film darf man sich gar nicht anschauen. Die meisten von Ihnen haben den auch gar nicht gesehen, sondern sagen das einfach. Andere sagen, ich schreibe über diesen Film keine Filmkritik, wie zum Beispiel ein Autor beim RBB, wo ich das online gelesen habe. Und da ist dann das Fazit, DAO, Natascha ist kein Film wie jeder andere, weil es Missbrauchsvorwürfe, wohlgesagt Vorwürfe, gegen den Regisseur gibt, auch keine Vergewaltigung oder so etwas, sondern einfach nur schlechte Behandlung von Frauen, was auch nicht besonders schön ist, aber doch ein bisschen was anderes. Aber wie gesagt, es gibt Vorwürfe, die nicht in irgendeiner Weise bewiesen sind, sowie ein undurchschaubares Gesamtgefüge bei der Entstehung im Rahmen einer gigantischen dreijährigen Kunstaktion. Und deswegen behauptet der Autor vom RBB, er könne über DAO kein klassisches filmästhetisches Urteil fällen. Ich verstehe nicht, warum. Ich verstehe nicht, was da gemeint ist. Denn gerade hier müsste er mal anfangen mit seiner Arbeit. Hier müsste er über den Film als Film ein Urteil fällen. Und das hat nichts mit den Missbrauchsvorwürfen zu tun. Und es hat schon gar nichts damit zu tun, ob DAO ein Filmprojekt ist. Denn es ist ja ein Kunstprojekt, was über 3 Jahre ging. Denn es ist ja eigentlich spannend, wenn so ein Film outgesourced wird aus einem Kunstprojekt, was so lang ging. Ich glaube, dass wir hier auf einem ganz gefährlichen Pfad sind. Und das ist natürlich nur ein Beispiel für etwas ganz Grundsätzliches. Die Moralisierung der Kunst. Das ist das, was im Augenblick passiert. Und man muss bei diesen Vorwürfen, Moralisierung, Hypermoral, politische Korrektheit, natürlich aufpassen, dass man nicht ins Fahrwasser der Rechten und Rechtsextremisten gerät. Das will ich nämlich auch nicht. Gleichzeitig kann man aber nicht mit diesem Satz, den ich gerade selber geäußert habe, man darf nicht in das Fahrwasser geraten,
die Diskussion, ob Moralisierung gerechtfertigt ist, im Keim ersticken. In diesem Sinn würde ich alle auffordern, die jetzt sagen, sie schauen sich sowas gar nicht an, sich das sehr wohl anzuschauen. Vielleicht, um danach eine Kritik zu schreiben, die diesen Film in Bausch und Bogen verdammt. Aber dann bitte als Film, als Kunstwerk und nicht, weil er den Leuten moralisch nicht in den Kram passt. Ich würde so weit gehen zu sagen, dass Kunst erst da interessant wird, wo sie uns allen, mir, euch, allen anderen, nicht in den Kram passt. Kunst wird da interessant, wo sie uns in unserem herkömmlichen Denken irritiert, erschüttert, provoziert, wo sie uns dazu bringt, über bestimmte Dinge neu nachzudenken. Und mit einem Kunstwerk hat es überhaupt nichts zu tun, ob uns der Regisseur sympathisch ist oder nicht, ob er fliegt oder mit der Bahn fährt, vegetarisch isst oder blutiges Steak und wie er Frauen und wie er Männer behandelt. Das hat mit einem Kunstwerk nichts zu tun, dafür würde ich plädieren. Aber ich weiß schon, dass mir nicht alle, die das jetzt sehen, zustimmen werden. Auch das gehört zu einem Leben in einer offenen Gesellschaft, dass wir nicht alle einer Meinung sind. Und dass es keine Taliban gibt, die uns zwingen, einer Meinung zu sein oder die uns in irgendeiner Form mindestens zum Schweigen bringen. Und diese offene Gesellschaft, die Tatsache, dass wir verschiedener Meinung sein dürfen und uns streiten dürfen, die sollte man noch zumindest verteidigen. In diesem Sinne, bis gleich, dann machen wir weiter. Bitte. Ja, wir machen weiter mit den Artist-Shots. Hier seht ihr jetzt ein Bild des sogenannten Jury Grid, also einer Tabelle, wo Journalisten aus allen Ländern gefragt werden, ihre Wertungen in Sternchenform für die Berlinale Wettbewerbsfilme zu veröffentlichen. Sie werden gefragt vom Screen Daily Magazin, das ist eines dieser Branchenmagazine. Da kann man sehr verschiedener Meinung drüber sein. Für manche, auch für mich, sind sie viel zu industrienah und in dem Sinn ein klein bisschen korrupt. Aber sie sind trotzdem total interessant zu lesen, weil man da nämlich das Selbstgespräch der Industrie mit sich ganz gut wiedergespiegelt bekommt. Was ihr hier sehen könnt, das sind Journalisten, die hier oben stehen mit ihren Namen. Wir gehen das mal gerade so durch, dass es aufzunehmen ist. Und dann aus Deutschland ist Katja Nikodemus dabei, die Redakteurin der Zeit, und die vergeben dann Sternchen. Was wir auch sehen können, Sternchen geben ist natürlich keine Filmkritik, aber es gibt so ein bisschen die Richtung an, was wir auch sehen können, sind hier dann die Gesamtwertungen. Ich wollte das erstens mal zeigen, weil ich schon öfters in den Artist-Shock-Notizen von Cannes oder anderen Festivals darüber geschrieben habe. Ich wollte es aber auch deswegen zeigen, weil wir ja eben über Moral der Filmkritik und Moral und Filmkritik gesprochen haben. Es gibt nämlich ein moralisches Problem mit diesen Wertungen, die zumindest für eine Person ganz eindeutig gelten, vielleicht auch für andere. Wir haben einen Teilnehmer hier, das ist Paolo Bertolin, das ist ein Italiener, der für andere Festivals arbeitet, der für Venedig arbeitet und für Cannes arbeitet. Und was wir sehen können ist, wenn wir nochmal auf die Wertungen gucken, dass die Wertungen von Bertolin in vielen Fällen ganz schlecht sind. Er hat hier zum Beispiel My Little Sister eine miserables Wertung gegeben. Er hat auch sonst mehrfach nur so einen Stern gegeben. Auch dem Berlin-Alexanderplatz kriegt, glaube ich, 2 Sterne. Muss ich nochmal gucken. Berlin-Alexanderplatz kriegt auch nur einen Stern von ihm. Er hat schon auch 4 Sterne gegeben. Aber was man da sehen kann, außer einem Hang, der ja eigentlich sympathisch ist, zu extremen Wertungen, das ist, dass er einige Filme, unter anderem Filme, die der Berlinale wichtig sind, sehr negativ bespricht. Eben zum Beispiel den deutschen Film, der ja durchaus bei anderen und nicht nur bei Artist-Shock gut ankommt. Mir scheint, dass das ein moralisches Problem ist, ein moralisches Grundsatzproblem, dem sich die Berlinale auf lange Sicht stellen muss. Sollten solche Leute überhaupt als Journalisten Wertungen abgeben, wenn sie gleichzeitig für einen unmittelbaren Konkurrenzfestival der Berlinale arbeiten? Ist hier nicht der Verdacht gegeben, dass hier einer sehr bewusst die Berlinale und den Berlinale-Wettbewerb schlecht aussehen lässt, um in irgendeiner Weise den Wert der Berlinale, vor allem für die Industrie, vor allem für den Markt, zu verringern? Denn diese Gesamtwertungen, wie viele Punkte im Durchschnitt also ein Film bei Screen Daily bekommt, das ist sehr wichtig für die Verkaufschancen des Films. Und die Filme, da muss man sich nichts vormachen, kommen nicht hierher, weil Artist-Shock darüber berichtet, sondern sie kommen hierher, weil man glaubt, dass man das auf dem Berlinale-Markt gut verkaufen kann. Es geht ums Geld in der Filmindustrie. Und insofern haben wir hier einen unmittelbaren Konkurrenten, der die Konkurrenz schlecht macht. Und mir scheint, das ist ein Problem,
mit dem wir uns in Zukunft stellen müssen, dem man sich stärker stellen muss. Es gilt immer bei manchen Leuten als Kollegen-Bashing, wenn man andere Filmkritiker kritisiert für das, was sie tun. Aber wir sind ja öffentliche Figuren, wir äußern uns öffentlich und wir müssen uns deswegen auch öffentliche Kritik gefallen lassen. Und es ist wichtig, dass auch Filmkritiker einander kritisieren und einander ein bisschen disziplinieren. Deswegen habe ich das jetzt gesagt. Ich glaube, es gibt hier durchaus zumindest nicht transparente Interessen. Und ich glaube, es stünde auch der Zeitschrift Screen Daily gut an, auch jeden Verdacht, der sich ergeben könnte, zu vermeiden. Das nochmal so als Wort zur Moral der Filmkritik. Ansonsten sollten wir jetzt aber ein bisschen über die Filme sprechen, nämlich über die Sektion Encounters. Die Berlinale ist zu groß. Das ist eine Kritik, die schon lange geäußert wird an der Berlinale, auch in diesem Jahr, die ein Grund dafür war, einer unter vielen, warum Dieter Koslicks Vertrag als Berlinale-Leiter vor 2 Jahren nicht mehr verlängert wurde und wir jetzt neue Berlinale-Leiter haben. Und tatsächlich haben sie immerhin die Menge der Berlinale-Filme schon mal um 10% reduziert. Und wenn sie das ein paar Jahre lang machen, dann kommen wir in ungefähr 10 Jahren bei einer vernünftigen Zahl von Filmen, die auch zu bewältigen ist, an. Sie haben auch Reihen gestrichen. Die vollkommen überflüssige, ziemlich alberne und auch politisch höchst peinliche Reihe Kulinarisches Kino. Schon der Titel zeigt eigentlich nur, wie kulturlos die Leute sind, die sich so etwas ausdenken. Die Reihe Natives wurde auch gestrichen, die Sektion genau gesagt, weil man der Meinung ist, dass indigene Völker, wenn sie denn Filme machen oder Filme über sie gemacht werden, selbstverständlich in allen Sektionen laufen und es kein Ghetto für die Indigenen geben muss. Andererseits hat die Berlinale auch eine neue Reihe eingeführt. Und über diese neue Reihe sollten wir ein bisschen reden. Sie heißt Encounters. Encounters, also Begegnungen. Wir kennen den Filmtitel Close Encounter of a Third Kind, ein Spielberg-Film, unheimliche Begegnung der dritten Art. Encounters soll eine Reihe sein, wenn wir uns das mal ein bisschen anschauen, was hier geredet wird, was in der Berlinale-Publikation steht. Ich lese das mal vor. Die Sektion Encounters stützt sich nicht auf eine lange Geschichte oder Tradition. Das verschafft ihr ein besonderes Maß an Freiheit. Die vorrangigen Kriterien sind Mut und die Suche nach einer neuen Sprache, wenn auch durchaus mit Anleihen bei der Vergangenheit. Und dann geht es noch um ungeahnte Ideen, Visionen und Erzählweisen, die für Überraschungen sorgen. Klingt gut, oder? Wenn man sich das jetzt mal auf der Zunge zergehen lässt, dann denkt man, naja, Mut, Freiheit, neue Visionen, neue Filmstile, Überraschungen, das ist doch genau das, wie ein Berlinale-Wettbewerb sein sollte. Das ist nämlich auch das, wie ein Cannes-Wettbewerb oder Venedig-Wettbewerb ist. Es ist also eigentlich die Beschreibung dessen, was man sich wünscht, was auch die Zuschauer sich wünschen. Denn um die Filme zu sehen, die sie nicht überraschen, die keinen Mut haben, keine Visionen, keine Freiheit, wegen dieser Filme kaufen sie sich keine teuren Berlinale-Tickets. Diese Filme können sie tagtäglich im Kino um die Ecke sehen. Also, warum braucht man eine Reihe für das? Was hier stattfindet, könnte, so muss man fürchten, ja auch was ganz anderes sein. Es beschreibt nämlich eigentlich, was im Wettbewerb nicht stattfindet und es beschreibt gleichzeitig die Tatsache, dass im Zuge der zunehmenden Formatierung des Kinos offenbar die wirkliche Kunst, der Mut, die Visionen, die Freiheit, die Filmkunst, das Ästhetische und der ästhetische Eigenwert outgesourced wird aus dem Wettbewerb. Es wird rausgezogen, weil man es im Wettbewerb offenbar nicht haben will, weil das offenbar der Industrie und den Filmförderern viel zu unbequem ist. Was wir hier also merken ist, dass eigentlich Encounters ein bisschen verdeckt, dass sich die Berlinale Leitung nicht traut, bestimmte Filme im Wettbewerb zu zeigen. Und das ist schlecht. Encounters ist nun ein eigener Wettbewerb. Und man muss zugeben, solche Wettbewerbe, das wurde in der Berliner Presse so sensationell beschrieben, als sei das was ganz Neues. Aber solche Wettbewerbe gibt es bei jedem anderen Festival der Welt auch, dass es nämlich neben der Hauptreihe noch einen zweiten Wettbewerb gibt. Außerdem gab es natürlich und gibt es nach wie vor immer schon Preise in den anderen klassischen Sektionen der Berlinale, also im Panorama und im Forum. Grob gesagt war das Panorama immer ein bisschen die Resterampe für die Sachen, die nicht in den Wettbewerb konnten und ein bisschen der Schauplatz für Dokumentarfilme, für schwul-lesbisches Kino, für Genre-Kino. Und das Forum ist das Forum des sogenannten jungen Films, es war aber vor allem das Forum des künstlerisch-radikalen Films. Das ist es, glaube ich, auch weiterhin. Was aber durch Encounters nun passiert, das ist, dass eine starke Konkurrenz innerhalb der Berlinale eingebaut wird. Dass also hier eigentlich das Festival sich selber kannibalisiert. Die eine Sektion frisst die andere auf.
wir können bemerken, und wir können das in der Berichterstattung bemerken, ebenso wie im Besuch der Kollegen, dass die Leute weniger ins Forum gehen und dass das Panorama kaum noch wahrgenommen wird, weil es einfach viel zu viele Filme gibt. Das ist hier mein Ceterum Censeo, ich habe es oft gesagt, es stimmt auch einfach. 340 Filme kann kein Mensch sehen, wir sind froh, wenn wir 10% davon sehen, also 34. Und das bedeutet, mit 18 Wettbewerbsfilmen hat man dann weitere 16 Plätze. Und dann sieht man sich zwei retrospektiven Filme an, vielleicht noch irgendeinen deutschen Film, der einen besonders interessiert, in einer anderen Sektion. Und der Rest, das sind dann die Filme, die in Encounters laufen. Man kann dann kaum was im Forum sehen oder im Panorama. Ich habe schon den einen oder anderen Film, vor allem im Forum, gesehen. Ich habe auch einen Film in der Generation gesehen. Ich hätte aber gerne viel mehr gesehen, nur das habe ich nicht geschafft. Und das werde ich auch in den letzten 3 Tagen der Berlinale nicht schaffen. Die Berlinale muss sich also dringend überlegen, was sie mit so einem Wettbewerb will. Und ob man nicht, wenn man einen neuen Wettbewerb schafft, dann irgendwas Altes auch abschaffen muss. Was zurzeit stattfindet, das ist auch für uns Journalisten geradezu eine mutwillige Beschädigung unserer Arbeit durch die Berlinale. Denn die Pressevorführungen, auf die wir angewiesen sind, um zu berichten, die Pressevorführungen der Berlinale Encounters-Reihe finden zeitgleich statt mit den Pressevorführungen des Wettbewerbs. Das heißt, die Berlinale sagt uns, ihr müsst euch aufteilen. Die Berlinale sagt uns, wenn ihr diese jungen, radikalen, mutigen, visionären Filme in Encounters sehen wollt, dann müsst ihr nicht den Wettbewerb sehen. Sie sagt uns ein bisschen, lasst doch den Wettbewerb bleiben, der ist unwichtig. Das ist aber keine Haltung für ein Filmfestival. Die Haltung für ein Filmfestival muss sein, wir zeigen euch Filme, von denen wir finden, jeder Einzelne, der muss von euch allen gesehen werden. Und das kann man bei 340 Filmen nicht sagen, man kann es schon bei 100 Filmen kaum sagen. Aber wenn man 100 Filme hat, wie ihn kann, und die in 2 Sektionen ordnet, dann ist es relativ einfach, alle diese Filme zu sehen. Umso schade kann man nicht sagen, das wollte ich gerade grammatikalisch einführen, umso mehr ist es schade, weil viele Filme in der Encounters-Reihe total spannend sind, in der unterschiedlichsten Weise. Ich habe zum Beispiel einen Film gesehen, wo ich zugegeben so ein Viertel geschlafen habe, weil ich ziemlich müde war an dem Tag, wo mir aber die 3 Viertel, die ich gesehen habe, super gefallen haben. Der kommt mal wieder aus Argentinien, einem meiner Lieblingsfilmländer, heißt Isabella, ist von Matias Pinheiro und ist eigentlich eine Geschichte über die Unentschiedenheit, über die Entscheidungslosigkeit, über die Schwierigkeit, sich als ein junger Mensch zu entscheiden. Es spielen wie immer bei Matias Pinheiro, der schon eine ganze Menge Filme gemacht hat, die zum Beispiel in Locarno oder Cannes liefen, die gleiche Schauspielriege mit, auch so junge Menschen zwischen Mitte 20 und Mitte 30, ungefähr das Alter von Pinheiro, die dann auch mit Pinheiro älter werden. Und diese jungen Leute, die erzählen dann ein bisschen von ihrem eigenen Leben in dem Film. Das ist so ein Drifterfilm, ein Rumhängerfilm, der wunderbar ist in einer ansonsten nicht so entspannten Berlinale. Über einen zweiten Film in Encounters habe ich schon gesprochen. Das ist nämlich der Film, der The Trouble of Being Born heißt und von Sandra Wöllner ist. Man kann es gar nicht oft genug sagen. Ein sensationeller Film, gar nicht mal ein Debüt. Ein zweiter Film von einer sehr jungen österreichischen Regisseurin, bei der es darum geht, wie wir, in welchem Verhältnis wir zu den Maschinen stehen, wie die Maschinen uns unheimlich werden und wie wir uns selber auch über unser Verhältnis mit den Maschinen unheimlich werden. Der dritte Film, um da noch mal so ein bisschen auszuloten, was Encounters heißt, der dritte Film, den ich aus den Encounters gesehen habe, heißt Orphée und ist in dem Fall von Alexander Kluge und Corn de la Cruz, einem philippinischen Regisseur. Und es geht um Orpheus, aber es geht in dem Fall, Orphea nämlich, um einen weiblichen Orpheus. Und diesen weiblichen Orpheus in Manila, den spielt Lilith Stangenberg. Lilith Stangenberg, die kennen wir alle als Schauspielerin in Berlin, als im Theater, als Schauspielerin auch in einer ganzen Reihe von tollen Filmen der letzten Zeit, zum Beispiel den Film Die Lügen der Sieger von Christoph Hochhäusler oder zum Beispiel in dem Film Idioten der Familie von Michael Klier. Was Lilith Stangenberg jetzt spielt, das ist quasi ein weiblicher Orpheus, der in die Unterwelt reist, um den Geliebten zurückzuholen. Man muss sich diesen Film angucken in seinem ganzen Wahnsinn und seiner ganzen Faszination, um zu begreifen, was daran schön ist. Wenn Lilith Stangenberg nicht Grund genug wäre, schon in diesen Film hineinzugehen. Und es ist nebenbei eine Etüde auch über die Schlaflosigkeit. Und da schließt sich fast der Kreis, weil ich ja vorhin erzählt habe, dass wir heute am 8. Tag der Berlinale
eine Woche lang schon Berlinale hinter uns haben, selber schon ein bisschen schlaflos sind, obwohl heute vor einer Woche die Berlinale noch nicht mehr eröffnet war. Sie kommt einem aber vor, mit dieser ganzen Arbeit und dem wenigen Schlaf, als ginge sie schon ungefähr 2 Wochen, vielleicht auch 2 Monate oder 2 Jahre. Ganz genau kann man das schon nicht mehr sagen, weil die Augen flimmern und flackern und wir nicht genau Bescheid wissen. Über alles Weitere, wenn wir dann wieder aufgewacht sind, könnt ihr euch informieren bei Arteshock Film, im Netz, bei unseren Texten oder bei den nächsten Arteshots. Für heute, für den Donnerstag, wünsche ich einen schönen Abend.